erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder, wie gewohnt, mit Stuhl. Und eine Zuschauerfrage, sie kommt von André. Und André möchte wissen, guten Tag, liebes Konnichi-Team. Mein Name ist André und ich habe seit 28 Jahren Koi. Einige von Ihnen sind tatsächlich auch so lange in meinem Teich. Der Teich wurde 2018 erneuert und hat ca. 24 Kubik Inhalt. Aktuell stellt sich mir die Frage, warum so viel Aufhebens um das Thema Futterwechsel gemacht wird. Der Karpfen findet in der Natur auch ein ständig wechselndes Angebot, vor gegebenenfalls sogar jahreszeitig. Wenn also die Hersteller in einer Angabe bezüglich der Zusammensetzung relativ nahe beieinander sind, kann doch ein Marken- oder Anbieterwechsel nicht so tragisch sein. Oder ist es belegt, dass Futterwechsel zum Beispiel zu Stress führen, der gegebenenfalls auch andere Begleiterscheinungen nach sich ziehen kann? Mit freundlichen Grüßen, André. Ja, André, ich weiß noch, als ich mit dem Koi-Hobby angefangen habe, war das eigentlich eine der großen Argumentationen. Die einen dreckigen Teich hatten, wo das Wasser nicht schön war, die haben gesagt, mein Gott, guckt euch doch mal die Karpfen an, wie sie in der Natur leben, die Seen sind doch alle dreckig, dreckig, dreckig. Nur darf man jetzt mal eins, da geht es jetzt noch nicht um dein Thema, da darf man eins nicht vergessen, wir haben es in der Natur, wenn wir einen trüben Teich haben, ist es in der Regel eine mineralische oder recht mineralische, nährstoffarme Trübung, die durch aufgewühltes Sediment entsteht. In unseren Koi-Teichen ist es in der Regel einfach nur Scheiße. Und Scheiße ist nährstoffreich, sprich, die kann dafür sorgen, dass einfach der Keimdruck, oder nicht kann, sondern wird sehr sicher dafür sorgen, dass der Keimdruck in unseren Anlagen senkrecht durch die Decke geht. So, das ist das Beispiel 1. Das Beispiel 2 ist, du sagst, der Karpfen in der Natur frisst natürlich das, was die Jahreszeit bringt. Das ist völlig richtig. Der Karpfen ist omnivor, also ein Allesfresser. Der frisst mal dies, mal das, mal jenes, eben was die Jahreszeit so bietet. Was bekommt er aber in unseren Koi-Teichen? In unseren Koi-Teichen kriegt er ein richtig energiereiches, pelletiertes und extrudiertes Futter. Also das ist eine richtige Rakete. Und da hat die Wissenschaft einfach gezeigt, dass wenn von einem solchen Futter, das gefüttert wird, was die Koi gewöhnt sind, wenn da auf ein anderes umgestellt wird, dass es da zu, nicht Problem, aber dass es da zu einer Anpassungsphase kommt. Das aber nicht nur beim Koi, sondern alle, die einen Hund haben oder eine Katze haben. Bei Katzen ist es, glaube ich, noch extremer. Ich habe keine Katze, ich bin hochgrade katzenallergisch. Aber das ist der Grund, warum eigentlich die Leute sehr, sehr treu sind, was die Marke angeht, weil sie eben wissen, wenn sie ihrem Hund plötzlich was anderes geben, dann hat er plötzlich Durchfall oder er hat Verstopfung oder er frisst es nicht oder wie auch immer. Und darum ist man da eigentlich, gerade was die Verdauung angeht, und bei unseren Koi geht es natürlich wie bei jedem anderen Lebewesen auch, es geht über die Verdauung, über das Immunsystem, über die Gesundheit, über das Wachstum, mitunter auch um die Schönheit. Und wenn ich den Magen-Darm-Trakt immer wieder durcheinander würfle, dann kann das natürlich auch negative Folgen haben. Ob das jetzt Stress ist, ob das eine höhere Krankheitsanfälligkeit ist oder worin das immer münden kann, das weiß ich jetzt nicht, ob das wissenschaftlich so weit belegt ist oder nicht. Aber gut ist das auf jeden Fall nicht. Und ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Ich fliege jedes Jahr im November für 2 Monate nach Japan. Und da habe auch ich meine Anpassungsschwierigkeiten an eine andere Ernährung. Und wenn ich zurückkomme und wieder meine deutsche Ernährung habe, habe ich auch wieder eine Anpassungsschwierigkeit. Das Ganze erlebt man vielleicht nicht so extrem oder nimmt es nicht so wahr, wenn man mal 7, 8, 9 Tage irgendwo ist, so eine normale Urlaubslänge. Aber wenn man wirklich die Anpassung über 2 Monate macht und dann wieder zurück anpasst, dann fällt einem das schon auf. Das kann mit Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme zusammenhängen. Und darum ist da wirklich unsere Empfehlung, wenn man das gefunden hat, was funktioniert, wo die Koi schön wachsen, wo sie schön Volumen aufbauen, wo sie nicht fett dabei werden, wo sie schöne Farben entwickeln, dann sollte man dabei auch bleiben. Und das ist eben der große Unterschied zwischen der Naturnahrung und unserer Pelletfütterung, dass das eine ist wirklich abwechslungsreich, das ist keine Frage, da hat aber auch der Karpfen einen sehr viel höheren Energieeinsatz, um das Futter zu finden, wobei auf der anderen Seite habe ich Energiebomben, wo der Karpfen eigentlich gar nichts dafür tun muss, außer gerade mal von unten nach oben schwimmen, um sich dann den Bauch voll zu hauen. Und das ist der große Unterschied meines Erachtens, und wir machen hier gerade die Becken, wo Sie hier sehen, läuft gerade ein Riesenfutterversuch, und da haben wir viele, viele Testfutter ausprobiert. Es wird auch dieses Jahr was Neues, was Revolutionäres kommen. Da können Sie sich schon drauf freuen. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen werden 2021 Ihre Fütterung umstellen auf was Neues, auf das Revolutionäre. Und bei den vielen Testfuttern, André oder Andreas,
André, bei den vielen Testfutterumstellungen, da haben wir manchmal nur Kleinigkeiten verändert. Und diese Kleinigkeiten konnten wir hier messbar in den Becken über mehrere Wasserparameter nachweisen. Also von daher, ich würde meine Karpfen an eine Ernährung gewöhnen, mit der sie sehr gut umgehen können. Und wo ich einfach sehe, das Ergebnis ist das, was ich mir erhoffe, was ich mir wünsche. Und dann geht es seinen Karpfen am besten. Und jede Anpassung kann natürlich zum einen die Anpassungsschwierigkeiten und zum anderen auch dazu führen, dass das Futter einfach nicht so gut funktioniert. Vielleicht noch ein Beispiel. Die Proteinquellen sind natürlich unterschiedlich in verschiedenen Futtersorten. Wir haben Fischmehl, wir haben Soja, wir können Weizen. Unterschiedliche Eiweißquellen werden da von den Herstellern herangezogen. Und die sind natürlich unterschiedlich verwertbar. Ja, das liegt an der Aminosäurenstruktur, was die einzelnen Eiweißquellen dann wiederum haben. Und für einen Karpfen bedeutet das natürlich, er muss seine gesamte Ernährung umstellen. Und vielleicht ist es in der Natur so, dass ich da immer einen Mix aus vielem habe und damit der Karpfen sehr viel besser umgehen kann. Aber auch bei dem Thema gilt, der Karpfen ist ein unglaublich anpassungsfähiges Tier, das steht außer Frage. Aber warum muss ich ihn zur Anpassung zwingen, wenn die Nichtanpassung schon ein hervorragendes Ergebnis bringt? So, André, tolle Frage, hatten wir in der Form noch nicht. Wenn du weitere Fragen hast oder Sie Fragen haben, schicken Sie sie und wir werden dann darauf eingehen. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.